Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Jo, man hat mir gesagt, dieser Steinbruch liegt zwischen Genua und Florenz nördlich irgendwie. Das heißt, da ist Genua, Florenz. Das ist natürlich die Frage, wo ist er? Das heißt, das könnte hier zum Beispiel wahrscheinlich sein, nehme ich mal an. Wobei ich gesehen habe, Florenz könnten wir uns auch mal wieder angucken. Meiner Meinung nach haben wir das alles irgendwann mal abgedeckt, aber wie man sieht, ist hier auch schon wieder so ein bisschen was dazugekommen. Nichtsdestotrotz fahren wir mal erstmal heute unsere Folge zu Ende. Wir werden mal gucken, ob wir dann diesen Dings da lösen können. Wie war das? Wir mussten da Carrara-Marmor rausholen. Genau, hier mussten wir jetzt erstmal eine Runde schlafen. Ja. Und dann können wir unsere Fahrt fortsetzen. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, es regnet doch nicht mehr, oder doch noch? Dann haut das mit diesem komischen Sensor aber auch nicht wirklich hin, du. Wenn ich ihn jetzt anmache, genau, müsste der ausbleiben. Was ist denn hier los? Kann ich vielleicht auch mal raus? Ja, was los ist auf der Welt, das frage ich mich sowieso. Ich meine, man mag ja von der Bild-Zeitung halten, was man will, aber man hat es ja überall in den Medien mitbekommen, dass hier dass der Ravensburger Verlag die Winnetou-Bücher aus dem Programm genommen hat, weil Indianer rassistisch ist. Ja. Ganz ehrlich, dazu fällt mir nichts mehr ein. Ich bleib bei dem Namen. Man hat mit den Indianern, oder erstmal, was sind Indianer aus meiner Sicht? Indianer sind ja in dem Sinne die Ureinwohner Amerikas. Die Sioux, die Apachen und ich weiß nicht, was es da noch alles so gibt. Sind ja die verschiedensten Stämme unterwegs. So, warum heißen die Indianer? Das ist ja nicht böse gemeint. Damals, Christoph Kolumbus war ja unterwegs und wollte Indien entdecken. Ist dabei auf Amerika gestoßen, so ganz grob. Oder hat dann gesagt, das sind Indien und die Ureinwohner hat er Indianer genannt. So what? Ja, die Deutschen heißen ja auch die Deutschen oder die Österreicher oder wie auch immer. Ne? Das ist eben so. So, und es gibt eben, Indianer ist eben der Oberbegriff. Genauso. Wie man sagt, ich glaube, bei den Zigeunern ist es auch so. Zigeuner der Oberbegriff. Und dann gibt es die Sinti, die Roma. Ja, bei den Indianern hatte ich ja eben schon gesagt, was bitte ist daran rassistisch? Also, ganz ehrlich, Deutschland, kommt mal wieder runter. Was soll denn das? Ich meine, überlegt mal, es ging ja ursprünglich mal los, dass eben zum Beispiel, wie wir gesagt hatten, der Negerkuss nicht mehr Negerkuss genannt werden darf, auch nicht mehr Mohrenkopf. Das Ding muss jetzt, ich weiß nicht, wie heißt das Ding überhaupt, Schokokuss oder Schokoschaumkuss oder wie auch immer. Bei mir heißt das Ding weiterhin Negerkuss und fertig. Meine Mutter hat das letztens im Laden ganz bewusst gemacht. Oh, ich muss auch Negerküsse kaufen. Die Dinger heißen bei uns alten Leuten oder in der älteren Generation ebenso. Basta, genauso. Und ich fand das so erfrischend. Ich weiß nicht, ob es eine alte, obwohl da die Diskussion ist ja auch schon länger, eine Folge mit Frank Rosin, da hat er eine Soße Zigeunersoße genannt. Und so heißt die auch, verdammt nochmal. Was ist denn daran rassistisch? Ich versteh's nicht mehr, echt nicht. Es macht keinen Spaß mehr, in diesem Land zu leben, weil. Man gibt den Leuten irgendwas zu tun. Was ist denn das da oben? Oder auch, nicht, oder was wir auch schon gesagt haben, fangen wir jetzt nicht mit an, aber es ist dasselbe Thema, dieses scheiß Gendern. Was soll denn das? Beim Bausimulator jetzt gehört, da ging es dann darum, du hast ja auch Dialoge mit dem Bauleiter zum Beispiel. In diesem Fall war es eine Frau, also ein weiblicher Bauleiter. Auch Bauleiterin genannt. Erstens mal gibt es diese Verweiblichung auch nur in Deutschland, woanders hast du das nicht. Und dann fingen die auch schon, beziehungsweise haben sie da in die Dialoge auch schon angefügt, die Anwohnerinnen und Anwohner. Leute, bitte,
bitte, bitte, lasst es doch bleiben. Hab noch einen intelligenten Satz gelesen von einer Dame, die hatte mal gefragt, sagt sie ja, ob man das nun gendert oder nicht. Davon habe ich auch nicht mehr Gehalt in der Tasche, deswegen werden die Frauen trotzdem unterbezahlt. So, ja, das heißt, sagt sie, Mann, warum ruckelt das eigentlich so? Man setzt eigentlich dem eigentlichen Problem eine Maske auf, mehr macht man nicht. Und genauso mit diesen rassistischen, es ist doch nicht rassistisch. Was ist denn das Nächste? Darf ich dann nicht mehr, zum Beispiel nicht mehr New Yorker sagen? Jetzt dann so, hm, wo kommst du denn her? Ah, ich komme aus New York. New Yorker. Hm. Wenn du jetzt aus San Francisco wärst, also dann, ne? Aber New Yorker. Nee. Ich meine, geht's damit weiter oder was? Was soll der Scheiß denn? Demnach sind viele Songs, ich glaube, dieser Song Cowboy und Indianer wurde dann, ja, keine Ahnung, verboten oder nicht mehr gespielt oder ich weiß es nicht. Ich sag, was ist denn mit dem Song von Nena Indianer aus den 80ern? Und man hat ein Interview mit den Leuten geführt, die wissen nicht mal, wer Karl May ist, das ist das Nächste. Und ganz ehrlich, die Leute juckt es nicht. Guckt euch mal an. Ich bleibe einfach dabei. Wirklich von denen. Es gibt ja Indianerstämme, die machen Musik und vermarkten die auch. So, ich weiß nicht, Coco Pelli, glaube ich, ist was davon. Und ich habe da auch was davon. Und das ist so richtig so diese, ja, wie soll man sagen, Indianermusik mit modernen Instrumenten. Und da steht auch auf den Alben Indian Music und so weiter. Also, wo ist das Problem? Ja, ich meine, es geht ja weiter. Meine Güte, klar, Rassismus und so weiter. Gut, da gab es damals so einen irren Österreicher, deutscher Reichskanzler, der die Juden ausgemerzt hat und so weiter und so fort. Aber meine Güte, das ist Generationen her. Natürlich sollte man das nicht vergessen, aber irgendwo hört es doch auch mal auf, oder? Ich meine, ich gehe auf die 54 zu. Ja, also bin schon ein paar Jahre verfällt. Bei uns hat es solche Diskussionen nicht gegeben. Ein Indianer war ein Indianer, ein Neger war ein Neger und keinen hat's gejuckt. Zigeuner waren Zigeuner. Das sind doch keine Schimpfworte, Leute. Nur weil sich irgendwelche Irren das ausdenken. Ich meine, wenn du so willst, kannst du so einen Müll überall rein interpretieren. Ich weiß nicht, warum das heute so ruckelt. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Am besten ist, wir schaffen die Sprache ganz ab. Das Schreiben auch, da müssen wir auch nicht gendern. Und ja, keine Ahnung, wir unterhalten uns einfach nicht mehr. Mann, wir sollten unsere Keulen nehmen und zurück auf die Bäume, du, ganz ehrlich. Also sowas macht mich sauer und vor allen Dingen... Du hast ja keine Chance, gegen so einen Schwachsinn anzukommen. Das interessiert dich ja überhaupt nicht. Wenn du Bevölkerungsumfragen machst, jetzt nehmen wir mal dieses Gendern oder sowas auch. Der Großteil will diesen Schrott doch gar nicht. Weil da irgendwo 200 Irre auf dem Stamm stehen, die sagen, das ist aber jetzt rechtsradikal und das muss und so. Ist doch absoluter Blödsinn, ist das doch. Will ja auch keinen Aufhetzer, aber denk doch echt mal drüber nach. Hier bei Bild TV war dann jemand... Der meinte, naja, man könnte ja dieses Karl-May-Buch einmal im Original auflegen und dann einmal fachgerecht gegendert, rechtsradikal raus, mal gucken, was mehr gekauft wird. Ich glaube, ich würde mir dieses umgeänderte Buch nur deswegen kaufen und einmal herzlich drüber lachen zu können, beziehungsweise noch mehr den Kopf darüber schütteln zu können. Ich habe da keinen Sinn mehr für, du, echt nicht. Vor allem so große Verlagshäuser dann auch, ne? Oh, wir müssen das jetzt rausnehmen, weil Indianer ist rassistisch. Ja. So, auf demnächst ist dann Österreich rassistisch. Österreicher, Engländer, Amerikaner, Inder.
Türken, Kurden, alles rassistisch. Na, wie ist denn das zum Beispiel, wenn ich kann mich daran erinnern, mal ganz, 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 ganz blöd gesponnen. Ich habe in dem Betrieb, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, das war ein Stahlbaubetrieb, da hatten wir in der Belegschaft, also in der Werkstatt, waren zwei Kurden. Und da gab es dann einen Mitarbeiter, der hat das gar nicht mal ernst gemeint irgendwie. Aber der sagte dann zu ihm immer, du Türke. Und er da, uff, uff. Ne? Und dann ist das doch auch rassistisch, wenn ich einen Kurden Türken nenne, oder nicht? Überlegen wir doch mal so. Es ist doch, spinnen wir mal noch weiter. Wenn ich einen Franken Bayern nenne. Ein Franke ist ein, ne? Ist dann das das Nächste oder so? Die Franken dürfen nicht mehr Franken genannt werden, oder wie? Weil es in Bayern ist. Also ich weiß nicht, irgendwo muss auch mal ein Ende sein, oder? Wir brauchen kein Gendern und wir brauchen auch diesen angeblichen Rassismus nicht. Weil es Quatsch ist. Sollte sich mal um wichtigere Dinge kümmern, zum Beispiel na, öffentlich-rechtliche und solchen Schwachsinn. Ich weiß, das wird wieder eine richtig politische Sendung hier heute. Ich merke das schon. Nein, will ja gar nicht politisch sein, auch nicht rechthaberisch, aber das ist einfach meine Meinung und das sind meine Ideen dazu und die möchte ich einfach mal kundtun und raushauen und schreibt mal eure Kommentare dazu. Wie denkt ihr über diesen ganzen Unfug da draußen? Dann genauso, ja, der Layla-Song, genau dasselbe. Es juckt doch kein Schwein. Mensch, das hatten wir doch schon immer. Skandal im Sperrbezirk und so weiter. Und Platten, die auf dem Index gekommen sind, die sind doch noch viel interessanter. Ich weiß noch, als ich jung war damals, Claudia hat einen Schäferhund von den Ärzten und so weiter. Es kam auf dem Index, da hat es sich noch mal viel besser verkauft. Die Bands waren doch nicht blöd. Dann haben sie eben so einen Song gemacht, aber wahrscheinlich nicht, um da irgendwie. Ja, vielleicht um zu provozieren. Ich weiß nicht, man müsste Farin Urlaub mal fragen, was er sich damals dabei gedacht hat, aber das, ganz ehrlich, das ist doch Marketing. Wenn ich da irgendwo einen Skandal hervorrufe, dann, boah, der Typ ist geil, boah, das ist, ne, das müssen wir und. Ne? Böse Onkels, dasselbe. Ich meine, okay, du kannst den Leuten nicht in den Kopf gucken, mag sein. Dass sie rechts sind oder wie auch immer. Vielleicht haben sie aber auch nur die Texte geschrieben und lachen im Hinterrücks darüber. Ich kann mich erinnern, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir hat eine Band, Berserker Berlin. Den haben sie auch mal als rechtsradikale Band betitelt. Warum? Es wurde an der Musik festgemacht, weil es eben vom Stil her so klingt, im Prinzip wie Böse Onkels. Also Gesangsstil und so weiter und so vorne, wurde das Ganze dann gleich als rechts betitelt und weil es irgendwo so eine, was ist denn das, eine Rockergruppe oder sowas, gibt es, die nennen sich nämlich auch Berserker und mit denen wurden die dann in eine Schublade geschmissen. Er hat sich dann auch gerichtlich dagegen gewehrt und hat auch gesagt, ja genau, wir sind so rechtsradikal, dass wir sogar Ausländer in der Band haben. Mein Sohn zum Beispiel damals, der hatte eine Demo-CD von denen, die durfte er nicht hören, weil das ja eine rechtsradikale Band ist. Da habe ich dann erstmal die Betreuer da auf den Pott gesetzt. Sag ich, naja, wenn der rechts wäre, dann würde er bei uns im Betrieb nicht arbeiten. Ja, weil da guckt der Auftraggeber nämlich sehr genau drauf. Und Gruß an der Stelle wird er nicht gucken. Gruß an der Stelle an Schröder. Ja, solche Sachen, es wird ja alles irgendwo viel zu oberflächlich behandelt auch, ne? Und wie gesagt, also in meinen Augen ist das absoluter Quark. Guck mal, da ist ein Waldweg, da hätte man bestimmt durchfahren können. Die Frage ist, wo geht's dahin? Ja, wie gesagt, das ist mal so ein Thema. Das sind wirklich so Sachen. Wo ich mir denke, meine Güte, haben wir denn keine anderen Probleme als diesen Schwachsinn und überall fließt es rein und jede Firma meint mitmachen zu müssen.
Ich für mein. Ich habe letztens aus Spaß mal was gegendert. Es bürgert sich ja ein, ich weiß gar nicht, von wem das eigentlich stammt. Das stammt jedenfalls von einem Ausländer, Türke. Die sagen meistens ja der Gerät. Das hat sich ja so eingebürgert, dass eben viele sagen, gib mir mal der Gerät. Ich sagte, okay, der Gerät, der Gerätin, ne? Und eben der Gerätinnen. So ist das dann richtig gegendert. Absoluter Schwachsinn, aber ich werde es definitiv nicht machen und ich bleibe auch bei meinem alten Sprachgebrauch, weil für mich ist es nicht rassistisch oder wie auch immer. Ich halte das einfach nur für albern, absolut undiskutabel, diesen Müll. Und für so einen Schwachsinn kriegen die dann auch noch Geld. Ja, das Gleiche könnte man jetzt mit Corona fortführen. Diese neuen Regeln, das ist genau so ein Blödsinn, was da. Ich glaube, es wird Zeit. Das wird der Deutsche nicht machen. Ich habe damals mal gelesen, der Deutsche frisst und frisst und frisst, bis es explodiert. In Italien, Frankreich, sonst was, wäre man längst auf die Straße gegangen. Die lassen sich so einen Schwachsinn nicht gefallen. Gut, da gibt es die Diskussion ja auch gar nicht. Ich meine, vor allem ist es ja so, es ist schon richtig, es wird hier alles nur irgendwo eine Maske aufgedeckt. Nehmen wir ja ruhig mal die Schwarzen als Beispiel. Eine Ex von mir ist, was sagt es immer, Kind der Apartheid. So, das heißt, ihre, ich glaube, bei der Großmutter war das schon, wurde von einem englischen Soldaten vergewaltigt. Sie ist dadurch schwanger geworden. Das Kind, was dabei rauskam, war natürlich nicht schwarz, es war nicht weiß, es war so kaffeebraun, ne? Dieses, nicht, Ebony, wie man so schön sagt. Und sagt sie, wenn du so in, also und demnach ist sie natürlich auch sehr, ja, was heißt hellhäutig? Sie ist schon, ja, dunkelbraun, aber nicht so schwarz wie die echten, ach, ihr wisst, was ich meine. Sie sagt selber auch, die richtigen Schwarzen, die sind noch viel, viel dunkler. Und sie hat eben, ne, so dieses Schöne halt. Genau. Wisst ihr was? Wir fahren noch eine Runde weiter. Wir gucken mal eben an, wie weit der Hafen weg ist. Den erreichen wir heute noch. Das machen wir heute fertig. Dann kann ich euch noch ein bisschen volltexten. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, wer bis hierhin zugeguckt hat und sich meinen Schwachsinn angeguckt. Vielleicht ist es ja auch kein Schwachsinn. Gut, jedenfalls sagt sie, in Kapstadt, wenn du dort dann auf die Straße gehst, da wirst du auch blöde angeguckt. Das heißt, selbst unter den Farbigen gibt es dieses, oh, du bist nicht richtig schwarz und, nicht, und ein Mischling und, ne, und so weiter. Wenn du jetzt nicht mehr schwarz und so weiter sagen darfst, deswegen bleibt das doch trotzdem vorhanden. Und da muss man doch irgendwo ansetzen, dass man sagt, hör mal, alle Menschen sind gleich. Egal ob schwarz, weiß, gelb, braun oder was auch immer. Da muss doch angesetzt werden. Bei den Gendern auch. Frauen und Männer müssen gleich behandelt werden. Das heißt, wenn jemand Ingenieur ist, dann soll er auch ein Ingenieursgehalt bekommen. Egal ob Frau oder Mann. Wenn jemand im LKW fährt, dann soll er ein LKW-Fahrergehalt bekommen. Egal ob Frau oder Mann. Kann doch nicht sein, dass man für den gleichen Beruf, dass die Frauen weniger bekommen als die Männer. Aber es ist ja genauso bei den Löhnen überhaupt. Ost-West-Gefüge. Warum wird man, ich glaube, es ist auch noch so im Osten niedriger entlohnt für den gleichen Job, als wenn man im Westen arbeitet. Also Westdeutschland jetzt, ne? Nicht Teilung, DDR, Deutschland gibt es ja nicht mehr, ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Da muss man doch ansetzen und nicht irgendwo die ganze Sprache verhunzen. Ja, es ist falsche Moral, ganz ehrlich. Falsche Moral. So. Da vorne ist dann der Hafen. Ich würde sagen, da kommen wir heute noch hin, wenn die dann mal die. Das Bedürfnis haben zu fahren. Ich fahre nämlich jetzt auch einfach raus. Das ist mir scheißegal. Na gut. Genau, und du lässt mich jetzt nämlich vor.
So, dann haben wir das nämlich auch. Da haben wir 20 Minuten, weil eine schöne Sonntagsfolge, glaube ich. Ja, ich meine, das ist so ganz grob meine Meinung dazu. Ich könnte mich da noch stundenlang drüber unterhalten. Was wir vielleicht vorhaben, ist, dass wir über Twitch mal so eine Art Frühshoppen sonntags machen. Dass wir uns da quasi hinsetzen, Käffchen zusammen trinken oder ein Bierchen zusammen trinken. Ich weiß nicht, wie Twitch das sieht. Zigarre rauchen und dann uns mal über so allgemeine Themen unterhalten, was wir drüber denken und so weiter. Das soll jetzt, wie gesagt, nichts Moralisches werden, aber ja, wie gesagt, das sind meine Gedanken dazu und deswegen bin ich nicht ausländerfeindlich oder sonst irgendwas. Ob meine Freundin aus Afrika, aus Polen oder sonst was kommt, ist mir doch völlig Banane. Und ja, es kann auch eine Indianerin sein, warum denn nicht? Aber die wohnen zu weit weg meistens. Wobei es in Deutschland, glaube ich, auch welche gibt. Die natürlich hier dann inzwischen hingezogen sind. Oh, ich hoffe, morgen ist das mit diesem Ruckeln mal besser. Es ist ja eine Katastrophe heute. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Aber wir sind dann gleich am Hafen. Ja, es gibt so viele Dinge, wo man drüber diskutieren könnte. Aber mein Gott, wir müssen mal ganz ehrlich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Hört auf mit diesem Schwachsinn. Um Sachen kümmern. Uiuiuiui. Um Sachen kümmern, die wichtiger sind. Ja, dass hier die Leute in Deutschland genug zu fressen haben. Dass die genug Geld haben. Gasumlage und diesen ganzen Schwachsinn. Da muss man sich drum kümmern. Nein, stattdessen, da nimmt man lieber Winnetou-Bücher vom Markt. Ja, pass auf, dann geht's demnächst dann noch weiter. Dann werden sie sich die älteren Bücher von anderen Schriftstellern auch noch rausholen. Dann werden wahrscheinlich Piratenbücher verboten. Und keine Ahnung, was noch alles. In diesem Sinne, wenn euch das Video ein bisschen Spaß gemacht hat, vielleicht sogar ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, schreibt es in die Kommentare, sagt auch mal ruhig eure Meinung, wie gesagt, sachlich, nicht beleidigend oder sonst irgendwas. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst das Abo nicht, falls ihr noch nicht abonniert habt, lasst ein Däumchen da. Freue ich mich mega drüber, über jeden einzelnen von euch da draußen. Ich möchte wenigstens auf die 1000 Abonnenten kommen. Dürfen auch gerne mehr werden und da müssen wir weiter dran arbeiten. So, wir sind jetzt am Hafen, das haben wir uns schon angeguckt. Und aufs Schiff fahren wir jetzt noch und alles dann in der nächsten Folge morgen früh. Und bis dahin sage ich dann erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin, tschüss.